Hallo liebe Golfer, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich habe gerade etwas Spaß gehabt. Ich habe einen Ball über diesen Baum geschlagen. Mein Ball lag ziemlich dicht am Baum und ich musste da richtig schauen, wie ich den Ball sicher darüber bekomme, damit ich aufs Grün kommen konnte. So, wenn du eine ähnliche Situation hast, schaue erstmal, wie weit du zur Fahne hast. Dann ist die nächste Frage: Wird der Schläger, den du brauchst, reichen, um über diesen Baum zu kommen? Manchmal ist das leider nicht der Fall. Und dann musst du es einfach akzeptieren und einen Schläger weniger nehmen, mit mehr Loft, dass der erstmal darüber kommt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeiten, links zu spielen oder unten durch, aber bei mir links und unten durch sehen nicht so ganz prima aus. So wie ich das gerade gemacht habe, und ich finde es eine ganz geniale Methode, das hat irgendjemand mir gezeigt vor vielen, vielen Jahren, ist, ich wollte erstmal mit meinem Pitching Wedge darüber schlagen. Und was man macht, ist, man legt die Rückseite des Schlägers auf dem Boden und man steht auf dem Schlägerkopf. Und das ist der Winkel oder der Loft des Schlägers. Das sind genau die 48 Grad von meinem Pitching Wedge. Was man zusätzlich beachten muss, ist, dass man den Ball in der Abwärtsbewegung trifft oder treffen sollte. So, man muss ein bisschen von diesem Winkel wegnehmen und das wäre ungefähr der Abflugwinkel. Okay, so kannst du wirklich sehen, wenn du den Ball gut triffst und einen guten Schlag machst, kannst du sehen, wie hoch der Ball fliegen wird. So, ich habe mit meinem Pitching Wedge das getestet und gesehen, dass das nicht gut endet. Auch wenn sie sagen, dass 90% von einem Baum aus Luft besteht. Das geht nicht. So, ich habe dann mein 58 Grad Sandwich geholt. Hab genauso gemessen, bisschen weggenommen, bisschen flacher und gesehen, ah, ich muss jetzt nur einen guten Schwung machen. So, da möchte ich dir auch helfen. Und übrigens, so einen Schlag über einen Baum würde ich ihr nur mit den kurzen Eisen probieren. Also Sandwich, Gap Wedge, Pitching, 9er, 8er. Ab 7 wird es schwierig, den Ball hochzubekommen und dann fängt man an zu schaufeln. Schaufeln möchte man gar nicht. So nehme einen Schläger mit viel Loft, das wird dir helfen. Dann beim Stand. Statt den Ball immer in der Mitte zu spielen, wie du es wahrscheinlich gelernt hast mit diesen kurzen Eisen, spiel den Ball etwas weiter vorne im Stand. Ich habe den Ball ungefähr gegenüber meines Herzens. So tue das und dann lehn dich ein bisschen nach links. Also zum Ziel hin. Da muss man Mut haben, Ball links und dann sich nach da zu lehnen. Aber keine Angst. Der Grund, warum das hilft, ist, weil du dann automatisch den Ball mehr in der Abwärtsbewegung triffst. Und das ist das Geheimnis, wenn du als unerfahrener Spieler den Ball hoch möchtest. Du musst den Ball in der Abwärtsbewegung treffen. Und dieses Linksbelasten und Linksbleiben wird dafür sorgen. Bitte. Du musst auch links bleiben und dann wird der Ball hochfliegen. Und das Schöne ist, wenn du vorher weißt, der Ball wird rüberfliegen, dann wirst du auch viel besser schwingen. So, ich versuche es noch einmal. So, der Ball ist auf jeden Fall rüber. Ein bisschen kurz dieses Mal gekommen, aber Hauptsache über den Baum geflogen.